und bin auf Fahrrad. Wir haben jemanden abgestochen. Hi, ich bin Franzi und wir Frauen, wir färben uns doch ganz gerne öfter mal die Haare in irgendwelchen bunten Farben und das geht leider oft ins Geld. Besser ist es, wenn man ein bisschen Geld sparen kann und das funktioniert tatsächlich mit so Crepe-Papier. Ob das funktioniert oder nicht, unsere liebe Jenny, unsere Volontärin, wird es ausprobieren, weil das aber eine ganz schöne Sauerei ist. Müssen wir dazu mal die Location wechseln. Ich habe erstmal so ein paar Stücke hier ausgeschnitten, um eine Strähne damit zu färben, um zu gucken, ob das Ganze funktioniert. Hast du dir eine Strähne ausgesucht? Würdest du mir die dann zur Verfügung stellen? Damit das nicht durcheinander rutscht, vielleicht einfach auf der anderen Seite nochmal so einen Zopf machen. Ich lege es mal hier rein. In das lauwarme Wasser. Oh Gott, cool. Und man sieht jetzt schon, dass da rote Farbe rauskommt. Also bisher sehe ich nur, dass die Farbe jetzt im Wasser ist. Nicht im Crepe-Papier. Oh, guck mal auf Fahrrad. Wir haben jemanden abgestochen. Ich kriege das irgendwie gar nicht so gut hin, wie ich mir das dachte. Guck mal, es zerreißt. Herrlich. Sehr gut. Wir wickeln da jetzt einfach ein bisschen was drum. Um deine Spitze. Ich lege gleich noch ein zweites Papier da rein. Hier habe ich es jetzt ein bisschen schneller gemacht. Ja, halt nochmal bitte kurz fest. Ich wickel mal ein in Aluminiumfolie. Könnt ihr mir aber tatsächlich vorstellen, wenn man das da reinmacht und den Kopf da kopfüber reinhält, dass das vielleicht auch funktionieren könnte. Ja, oder ich versuche dann... Einfach die ganzen Spitzen damit färbt. Ja. Oder ich lege mich dann nochmal so in die Schüssel und versuche dann... Das Ganze soll jetzt 10 bis 30 Minuten einwirken und dann soll die Haarsträhne rot sein. Ich bin gespannt, ob es klappt. Ein bisschen Angst, dir weh zu tun, muss ich zugeben. Aber es ist auf jeden Fall rot. Also wie man sieht, die Strähne ist auf jeden Fall schon mal rot geworden. Und jetzt füllen wir das Ganze mal, gucken, wie es dann aussieht, wenn es trocken ist. Wir haben jetzt nur eine Strähne genommen, ist eigentlich auch ein ganz cooler Effekt. Das ein bisschen durchluschert. Ihr könnt das natürlich auch mit dem ganzen Kopf machen, ja, damit dann das so rot ist. Ist so ein leichtes Erdbeerrot. Andere geben da viel Geld für aus. Nachteil allerdings, ihr färbt nicht nur die Haare, sondern auch die Hände und das geht nicht so schnell ab. Aber auf allen glatten Flächen hier im Bad konnten wir alles wegwischen. Man sieht überhaupt nicht, dass wir hier mit Farbe hantiert haben. Und damit viel Spaß beim Nachmachen.